Allie und Jordan sind alte Freunde. Jordan kennen wir vom College. Seit ein paar Jahren haben wir wieder Kontakt. Und Allie arbeitet bei uns im Laden. Wir sehen uns also ständig. Worauf könnt ihr nicht verzichten? Allie braucht ihre Leseecke. Ich glaube, Allie steht auf Retro. Sie ist eine Nostalgikerin. Ihr gefallen die 1920er Jahre. Aus Jordan wird man nicht so leicht schlau. Er ist Buchhalter, ruhig und zurückhaltend, aber er fährt Motocross und Motorrad. Ich spüre gern den Wind auf der Glatze. Aber er war früher auch Cheerleader. Er ist also Motorradfahrer und Cheerleader. I'm being serious. Ernsthaft? Man denkt sich, vielleicht doch nicht so solide. Hey, y'all. Hey. Ist Allie oben? Nein, da drüben. Hey. Hey. Entschieden? Vielleicht. Welches? We bought the Thompson das Thompson-Haus. Oh my gosh, Allie! Yay. Great. Ihr habt richtig gewählt. Das wird heute Abend gefeiert. Okay. Sounds good. See ya. Als ihr euch für das Thompson-Haus entschieden habt, haben wir uns sehr gefreut. Heute freuen wir uns noch mehr. Das Smith-Haus. Oh my God. Gefällt's dir? Ist wunderschön. Wir haben eine Veranda. Ich weiß, ihr mochtet die Eiche ebenso wie ich. Deshalb wollte ich sie erhalten, ohne dass sie das Haus verdeckt. Wir haben außerdem italienische Zypressen gepflanzt, denn es ist ein Haus im italienischen Stil. Die Order für jede stilistische Entscheidung war also süditalienisch. Die Rahmenfarbe ist toll. Und die Fenster. Wir mussten bloß Fenstersprossen anbringen. Schon sieht der erste Stock völlig anders aus. So gefällt's mir. Sollen wir? Dann rein mit euch. Come on in, y'all. Oh, wow. Keine roten Affen mehr. Kein Rot mehr an den Wänden, dafür im Treppenläufer. So ist es perfekt. Alle Farben, die es im Haus gibt, finden sich in diesem Teppich wieder. Auch die Außenfarben. Sieht aus, als wäre es schon immer so gewesen. So soll es sein. Das war der Plan. Noch was Schönes? Der Boden. Der Boden. Danke, Jordan. Schöner Eichenfußboden. Muss ich anfassen. Nicht nur schön, sondern auch radial gesägt. Weißeiche. Neu verlegt hätte so ein Boden euer Budget gesprengt. Wer war sowas von versteckt unter grünem Teppich? Kommt mit, ich habe eine Überraschung für euch. Ab ins Wohnzimmer. Oh mein Gott. Ist das wirklich unser Haus? Da bin ich ganz sicher. Super gemütlich. Ich glaube, die dunkelrote Farbe ließ den Raum viel kleiner wirken. So ist es farblich neutraler. Ihr solltet es gemütlich und wohnlich haben. Deshalb hat Ben sich besonders ins Zeug gelegt. Ein selbstgebauter Couchtisch? Extra für euch. Sogar selbst gepolstert. Das war der Grund, warum ihr nicht in die Werkstatt durftet. Der ist wunderschön, Ben. Hier mussten wir gar nicht viel ändern, um es hübsch zu machen. Bloß streichen, den Boden freilegen und den Kamin öffnen. Wow. Ja. Bereit fürs Esszimmer? Yes. Let's see this. Gefällt's dir? Yes. Wow. Es sollte gemütlicher werden. Deshalb haben wir gedeckteres Grau-Blau gewählt. Rowan Oak? Gleich erkannt? Yes. Ich hab's gemalt, weil ihr euch in Oxford kennengelernt habt. Ein kleines Stück Oxford fürs neue Zuhause. Da haben wir die Verlobungsfotos gemacht. Echt jetzt? Wie kann das sein? Das wusste ich nicht. Jetzt bin ich doppelt froh.
Die andere große Veränderung ist, es gibt keine Waschküche mehr. Oh my gosh. Stattdessen sehr viel Stauraum. Jordan, dir muss ich draußen was zeigen. Check this out. So, there was a door. Hier war eine Tür. Ja, die Hintertür. Du auch? Check it out. I can't believe there was a door. Kaum zu glauben. Dogs. Für die Hunde. Fürs Motorrad. Perfect. That is so cool. Oh, that's awesome. It's like a pre-game. Die Vorhut für den Vorraum. So ließ sich die Lücke sinnvoll nutzen, ohne passende Ziegel finden zu müssen. Eins fehlt noch. Du hast die Küche noch nicht gesehen. Bin gespannt. I know you're so ready. Come on. Oh my gosh. Wisst ihr noch, wie sie vorher aufgebaut war? Nicht wie jetzt. Stimmt. Die Hintertür war genau da. Da sie jetzt weg ist, hast du ganz viele Schränke. Einmal rundum. Dazu zwei Backöfen, ein Gasherd. Wir wollten, dass der Herd wie ein Möbelstück wird. Fast antik. Ich habe italienische Fliesen gefunden, die gut zur Architektur des Hauses passen. Um sie entsprechend hervorzuheben, habe ich für den Rest einen Farbton zwischen Taub und Khaki gewählt. Wahnsinn. Was sagt ihr zum Boden? Toll. Sind die auch radial gesägt? Das ist nicht der Originalboden. Nein? Wir haben neues Eichenholz verwendet und farblich an die anderen angepasst. Fällt nicht auf. Hat unser Profi gut gemacht. Reden wir über Zahlen. Der Kaufpreis fürs Thompson-Haus betrug $128.000. Wir haben etwa 65.000 reingesteckt. Etwas mehr, als wir dachten, aber durch die Termitenwand und ein paar andere Kleinigkeiten sind es 65.000 geworden. Womit wir bei $193.000 liegen, also immer noch unter eurem Budget. Du hast gerade Thompson House gesagt. Es war das Thompson House. Aber jetzt ist es das Smith House. Das dürft ihr behalten. Aww.